Ja, herzlich willkommen zu unserem Vortrag mit Asteris und Django zur eigenen Telefonanlage. Asteris benutzen, ohne Asteris zu lernen. Genau, man ist ja faul. Ich würde vorweg mal fragen, wer von euch administriert irgendwie in eurer Firma oder privat eine komplexere Telefonanlage? Cool, da sind sogar Leute dabei, die wissen, was man tut. Ja. Das ist gefährlich. Wer entwickelt selber an Telefonanlagen, schreibt dafür Software? Okay, dann haben wir einen Experten für Fragen. Okay, ja, schauen wir mal, wie weit wir zusammen kommen. Genau, vielleicht einmal kurz vorweg der Disclaimer. Wir haben das irgendwie in unserem Job gemacht, was wir jetzt hier gleich vorstellen wollen. Wir arbeiten für Pengotronics, eine kleine Firma, 30 Mitarbeiter und wir machen so hauptsächlich so Embedded Linux. Was man vielleicht so ein bisschen wissen möchte, um so unser Mindset auch zu verstehen, wir machen halt irgendwie nur Linux, wir machen kein Windows bei uns und wir stehen irgendwie sehr drauf, über IRC und E-Mail zu kommunizieren, aber ohne Telefonie und Fax kommt man leider doch nicht aus, wenn man ein Business machen möchte. Wir haben auch einen Stand, wenn ihr uns besuchen wollt, wir sind noch bis morgen Abend hier unten bei der Booth Area. Genau, da könnt ihr uns einfach auch nochmal fiese Fragen stellen, wo ihr euch denkt, die stellt ihr hier lieber nicht, weil es sonst zu peinlich für uns wäre. Genau. Ja, wir stehen richtig rum. Wir haben Glück. Genau, ich bin Chris. Ich mache eigentlich Elektronikentwicklung, also so alles, was irgendwie Platinen sind, mit ein bisschen Software drauf. Aber eher halt Hardwareentwicklung. Alles, was so Spezialmesstechnik ist, die wir irgendwie bei uns brauchen. Und mache nebenbei im Hobby so ein bisschen Freifunk. Aber sagen wir, so Softwareentwicklung als Beruf, da bin ich nie so richtig reingekommen. Ich bin Florian, ich bin Softwareentwickler, Webdeveloper, vor allem Python. Und ich habe in diesem Projekt die Webschnittstelle beigesteuert und ich habe tatsächlich nichts über Asteris gelernt, also fast nichts. Ich war da noch ein bisschen erfolgreicher als Chris. Ja, genau. Irgendwann musste ich ein bisschen mit Asteris auseinandersetzen, leider. Wo kommen wir her? Wir haben bei uns in der Firma bisher gehabt so eine Telekom Octopus Open. Das ist unten drunter irgendwie Alcatel, Omni, PCX, wem das was sagt. Und wir haben damals gedacht, wow, Octopus Open, das hört sich ja an, als wäre das Open Source und das könnte man damit coole Dinge machen. Nein, so überhaupt nicht. das fühlt sich so ein bisschen an, als wäre das noch dampfbetrieben. Der Druckluftanschluss fehlt einfach nur. Genau, und wir haben irgendwie mal einen Zeitpunkt gehabt, wo wir gesagt haben, wir würden jetzt gerne mehr Deck-Lizenzen kaufen für das Ding und mussten leider feststellen, dass weder Alcatel noch die Telekom, von der wir das Ding ja haben, wirklich in der Lage ist, uns neue Deck-Lizenzen zu verkaufen. Das heißt, wir waren mit der Anzahl der Telefone da limitiert. Glück im Unglück ist dann ein Kollege ausgeschieden und wir konnten ein bisschen durchrotieren, dann konnten wir den neuen Kollegen auch mit dem Telefon versorgen. Aber so soll es ja eigentlich nicht sein. Genau, also keine neuen Deck-Lizenzen für uns. Dann hatten wir einen neuen Standort. Wir sind eigentlich gerade dabei umzuziehen. Das dauert einfach nur länger, als wir das jemals vorhatten. Und eigentlich betreiben wir gerade zwei Standorte und hätten gerne an beiden Decktelefonie. Und stellt sich raus, das Ding kann IP, aber im Wesentlichen fürs Management. Und es gibt dafür IP-Karten, aber wir haben es gar nicht probiert, eine zu kaufen, weil wie gut das funktioniert, keine Ahnung. Die Telekom hat unseren Anschluss vor einiger Zeit schon mal von ISDN auf SIP umgestellt und das funktioniert auch nur, weil außen dran nochmal so eine Box ist, die SIP auf ISDN umsetzt, damit es dann in der Telefonanlage wieder auf das digitale Alcatel umgesetzt wird. Also fun. Also auch kein IP für uns. Und wir waren mit dem Support immer so mäßig zufrieden. Also die Telekom hat alle unsere Probleme gelöst. Ich will jetzt gar nicht über die Telekom an der Stelle ranten, aber es ist dann halt so, dass irgendwie ein Kollege stundenlang in der Hotline hängt mit dem Telefon, was an der Telefonanlage ist, die man gerade versucht zu konfigurieren. Das funktioniert irgendwie nicht so richtig rund. Und dazu sind wir halt dazu gekommen, okay, all diese Dinge machen uns da Probleme, wir brauchen jetzt was Neues. Und genau, so sind wir dann durchgestartet. Unsere Anforderungen sind eigentlich gar nicht so wild. Wir haben 30 Mitarbeiter, vielleicht in der Laufzeit von so einer Telefonanlage 50 oder 60, wenn wir auf 10 Jahre denken, größer werden wir, glaube ich, nicht. Wir möchten halt irgendwie deckt an mehreren Standorten können. Wir haben ein paar Kollegen im Homeoffice, die vielleicht auch ein Telefon da haben sollen, einfach weil, naja, dann ist es halt einfacher, wenn die unsere Nummer auch raustelefonieren können. Das sollte bei uns selbst gehostet sein. Also modern wird man sagen, wir haben unsere eigene Cloud. Möchten das halt nicht beim Dienstleister haben, einfach weil dann haben wir die Kontrolle drüber. Und im besten Fall hätten wir gerne Zugriff auf die Sourcen, die da drunter liegen, um so ein bisschen dienstleisterunabhängig auch zu sein. Um das Ding vielleicht nicht managen und nicht weiterentwickeln, aber zumindest weiter betreiben zu können, wenn wir uns mit einem Dienstleister doch überwerfen.
Naja, und was jetzt in 5 Jahren kommt, wissen wir jetzt auch noch nicht. Wir haben irgendwie gerade noch eine Tochterfirma gegründet für andere Dinge, die will auch eine Telefonanlage haben. Gucken, was da jetzt kommt. Also erweiterbar wäre gut. Erweiterbar wäre gut, genau. Ja. Naja, also haben wir gesagt, gut, dann ziehen wir jetzt los, kaufen uns so eine moderne IP-Telefonanlage in der eigenen Cloud. Das hört sich erstmal ganz cool an. Haben wir gesagt, damit wir da überhaupt mitreden können, wenn wir da irgendwie mit den Verkäufern reden, gucken wir uns das mal 2 Tage an. Und um die Geschichte an der Stelle abzukürzen, am Ende haben wir festgestellt, so wild scheint das eigentlich gar nicht zu sein. Im Zweifelsfall probieren wir das jetzt einfach mal selber zu machen. War tatsächlich auch die Frage, ne? Kaufen wir eine oder finden wir jetzt raus, wir müssen gar keine kaufen? Ja. Das war die Fragestellung zu der Zeit. Ja. Genau. Und so kamen wir dann zu unserem Projekt IDEFISK. IDEFISK, Asterisk, komisches Wortspiel, macht nicht so viel Sinn. Wir hatten in dem Projekt keine Marketing-Leute, also deswegen haben wir uns das selber ausdenken müssen. Genau. Wenn ihr das nachher googelt, es gibt im Asterisk-Umfeld in der Tat Projekte, die heißen IDEFISK. Das haben wir zu spät rausgefunden, ja. Das ist aber nicht dabei, weil das ist nicht so viel Fleisch dran, dass man das gut open sourcen kann. Ich versuche euch aber eigentlich alle wichtigen Teile hier zu geben, dass wenn ihr hinter die Folien durchgeht, ihr auch alles wiederfindet, um das selber nachbauen zu können. Genau, also 2 im Wesentlichen Komponenten. Wir haben einmal den Asterisk als den Router, der die Anrufe durch die Gegend bewegt, sodass das Fräulein vom Amt, um da dieses Bild vielleicht zu bemühen, um einen Anruf von dem einen Steckplatz in den anderen Steckplatz zu bringen. Und daneben halt ein Webserver, auf dem ein Python Django läuft. Das ist dann Florians Part später. Genau, der das Management macht, der die Konfiguration kennt und wo man auch konfiguriert. Genau. Ja, Asterisk. Sicherlich bei vielen das Wort mal vorbeigekommen, wenn man sich irgendwie mit viel Software beschäftigt. Was kann man zu der Software sagen, um es ein bisschen zusammenzufassen? Asterisk ist mittlerweile volljährig. Darf dann bald auch Alkohol in allen Staaten der USA kaufen. Und das merkt man leider auch so ein bisschen darin, was es eigentlich alles kann, wenn man da mal ein bisschen in die Optionen reinguckt. Ich vermute mal, so die ersten Technologien, die Asterisk konnte, waren ISDN und Analog. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge. Wahrscheinlich auch Telegraph. Das ist auch wahrscheinlich. Nicht auszuschließen, dass er der gebaut hat, ja. Es gibt dafür die Möglichkeit, damit SIP zu sprechen, also IP-Telefonie zu machen, also SIP plus RDP. Man kann damit aber auch WebRTC machen, wenn man jetzt irgendwie Browser-Telefonie machen möchte. Das gibt es auch schon built-in, wenn man das so aus dem Debian installiert. Man kann aber auch irgendwie lokale Audiokarten benutzen, um damit lokal Telefone zu emulieren. Wenn man zum Beispiel ein Bluetooth-Headset da dran bindet, sagt man, du bist jetzt mein Telefon. Also viele Möglichkeiten, sicherlich noch mehr, die man nachrüsten kann. Und es gibt eine ganze Menge Generationen an Interfaces, wie man Asterisk eigentlich benutzen und interfacen kann. Vielleicht mal so möglichst low-key Spool-Files, also ich kann irgendwo eine Datei hinlegen, irgendwie in var spool asterisk, schreibe da ein paar passende Inhalte rein. Also am besten schreibe ich die Inhalte erst in die Datei und dann Movies in das Verzeichnis, aber das sind Details am Rande. Und dann kann ich damit halt Aktionen auslösen im Asterisk. Es gibt das AGI, das Asterisk Gateway Interface, und das hört sich ganz bewusst so ähnlich an wie CGI, weil das irgendwie Kommunikation STD-In, STD-Out mit anderen Softwarestücken ist. Man kann AMI machen, Asterisk Management Interface, das ist sowas wie Telnet, habe ich den Eindruck, habe es ehrlich gesagt nie benutzt. Aber das kann man wohl auch skripten, da gibt es Layer drüber. Und es gibt noch das ARI, das ist ein REST-Interface, das kann im Wesentlichen die Funktionen von AGI und AMI zusammen, wobei AGI und AMI halt zueinander mehr oder weniger disjunkt sind. Man kann Konfigurationen in Datenbanken legen, also literal die Datei in die Datenbank legen, man kann aber auch Konfigurationsoptionen teilweise in Tabellen schreiben, wenn man ODBC machen möchte. Es gibt verschiedene Stellen, an denen man per Lua Erweiterungen bauen kann, also ein ganzer Zoo an Möglichkeiten ergibt sich da. All the possibilities. Wir haben uns das damals mal angeguckt und vor allem von dem Lua-Ding waren wir echt erschrocken, was alles so geht und wie schwierig das alles ist. Ja, vor allem haben wir uns entschieden, dass wir gerade nicht Lua lernen wollen. Ja. Das ist, glaube ich, eine treibende Kraft in der Entscheidung gewesen, die jetzt kam. Und zwar sind wir bei ziemlich einfachen Interfaces zum Asterisk geblieben. Wenn man mit Leuten spricht, die ernsthaft Telefonanlagen mit Asterisk bauen, benutzen die andere Sachen. Deswegen an der Stelle, was jetzt kommt, ist so ein bisschen Edge Your Own Risk. Wir betreiben damit gerade eine Telefonanlage im Demo-Case mit so 10, 15 Leuten, die damit auch produktiv telefonieren, und das funktioniert auch, und ich bin da ganz zuverlässig, dass es auch mit 60 noch funktioniert. Aber Freunde aus der Telefonindustrie sagten mir, wenn ihr irgendwie 1000 Leute habt mit 10.000 Anrufen am Tag, wird es wahrscheinlich schmerzhaft. Aber da wollen wir auch gar nicht hin. Ich glaube, dann kündige ich. Genau. Unser System, was haben wir da eigentlich? Im Wesentlichen findet man hier so 2 Pfade, wenn man sich das jetzt mal ein bisschen auseinander nimmt. Der obere Teil
wo es irgendwie um Telefonie gibt. Also SIP Upstream ist irgendwie der Dienstanbieter, der uns unsere Telefonkanäle verkauft. Der Asterisk halt als der Router dazwischen und bei uns lokal eine ganze Menge an Telefonen. Die können entweder per direkt IP angeschlossen sein oder halt irgendwie ein Decksystem, was nach außen den SIP spricht. Und unten halt Webserver, Browser für die Konfiguration und Interface-Teil und dazwischen eine Schnittstelle, die wir später noch ein bisschen genauer auseinandernehmen. Wo ist denn die Anforderung der Decktelefone geblieben? Das ist in den SIP-Telefonen versteckt. Du kannst Decktelefone kaufen, die zusammen mit ihrer Basisstation nach außen einfach SIP sprechen. Genau. Und die machen dann auch das Roaming zwischen den Zellen und so für dich, dann brauchst du dich halt nicht drum kümmern. Ja, also vielleicht an der Stelle auch eingeworfen, genau das machen wir. Wir haben uns aber entschlossen, das nicht irgendwie zu autoparametrisieren. Also wir haben nicht irgendwie so ein Bootstrapping, wo du nur kurz die EPI, also quasi die Seriennummer deines Decks eintippst und dann ist das alles schon durchkonfiguriert, inklusive der Nebenstellenrufnummer, also der Telefonrufnummer, sondern das machen wir von Hand, weil wir sagen, naja, bei 30 Mitarbeitern kommen 2 im Jahr dazu. Da zählt sich für uns der Aufwand nie aus. Genau, zentrale Komponenten haben wir gerade schon besprochen, irgendwie Asterisk und Webserver, die zentral die Dinge durch die Gegend bewegen. SIP Upstream, Asterisk ist auf der einen Seite halt ein Server, SIP-Server gegenüber den SIP-Telefonen, spricht da halt auch RDP mit denen. Das ist dann bei uns im LAN letztendlich einfach nur ein lokales Netz. Die Telefone verbinden sich zu dem Asterisk als Server. So viele, wie man halt braucht, hier mal 3 gezeichnet. Und auf der anderen Seite sind wir halt Client gegenüber unserem Upstream-Provider. Wo Telekom oder Dienstanbieter, wer auch immer das dann ist, von dem wir dann die eigentlichen Rufkanäle nach außen beziehen. Konfigurationsteil, Webserver, Browser ist dann halt einfach HTTPS dazwischen, also nicht so viel Magie zu erwarten. Das habe ich vorhin schon erzählt. Okay, ich springe einfach mal direkt einen Schritt weiter. Was braucht man jetzt, um den Asterisk wirklich zu konfigurieren? Im Wesentlichen braucht man da 2 Dinge. Zum einen muss man dem Asterisk sagen, wie funktioniert diese ganze SIP-Mechanik, also welche Telefone werden sich bei dir registrieren, also werden eine Verbindung zu dir aufbauen und wie kannst du mit deinem Upstream-Provider reden, damit die Anrufe dann auch nach außen los wird, wenn man das denn möchte. Und das andere ist, Asterisk braucht eine, um vielleicht beim Rechnersprech zu bleiben, eine Routing-Tabelle, die ihm halt sagt, wenn ein Anruf kommt von dieser Rufnummer, willst du dieser Rufnummer, was musst du machen, damit das auch passiert. Teil 1 ist in der SIP.conf, also Konfigurationsdatei, wo man die ganzen SIP-Sachen reinwirft. Hier mal runtergestrippt, wie man eine Nebenstelle anlegt. Man sagt letztendlich, okay, ich definiere mir so ein Template, das ich dann später auf alle Telefone anwenden kann. Im Asterisk-Sprech sind alle internen Telefone Freunde, denen vertraut man offensichtlich mehr als externen Telefon. Man definiert jetzt noch, welche Codecs will man sprechen. Hier in diesem Fall G722. Das ist das, was man immer als HD-Voice verkauft bekommt. Oder meistens als HD-Voice verkauft bekommt. Und mit dem Kontext kann ich angeben, in welchen Teil meiner Routing-Tabelle ich später reinspringe, wenn ein Anruf von diesem Telefon kommt. Jetzt hier mal gezeigt für 3 Telefone, die 10, die 11 und die 12. Die sind halt alle Friends, also die kriegen alle dieses Template angewendet und wir haben alle noch irgendwie ein sehr sicheres Passwort dazu, was man dann auf dem Endgerät irgendwie konfigurieren muss. Jetzt will man natürlich diese Konfigurationsdatei nicht ständig anfassen. Wir haben ja gesagt, Konfigurierbarkeit soll man irgendwie aus dem Web haben. Und deshalb generieren wir diese Datei einfach ziemlich platt mit einem Templating-Verfahren, mit Jinja 2 in unserem Fall. Das heißt, wir gucken in unsere Datenbank, welche Nebenstellen sind eigentlich gerade alle definiert oder welche oder Rufnummern sind da alle definiert, schreiben die entsprechende Konfiguration, legen sie dahin und sagen dem Asterisk Bescheid, du lad die doch mal neu, die hat sich gerade geändert. Dafür gibt es eigentlich Interfaces, mit denen man das direkt kommunizieren kann. Man kann das halt auch in Datenbanken legen, wie schon gesagt. Wir haben uns auch dafür entschieden, diesen sehr einfachen Weg zu gehen, weil es wunderschön debugbar ist. Also dieses Pfeil Licht da, das funktioniert dann einfach. Und das können wir schon. Und das können wir schon, genau. Also wir wollten ja möglichst wenig lernen, war ja auch unser Call am Anfang. Neue Nebenstellen gibt es halt auch nur ein paar Mal im Jahr. Und damit schien das Verfahren für uns da eigentlich vertretbar zu sein. Das ist Teil 2. Das ist jetzt eine Zeile aus dieser Routing-Tabelle. Wie bringe ich Anrufe von A nach B? Wir sind jetzt in diesem Kontext, wo die ganzen Anrufe von den internen Telefonen landen, from int. Und was hier steht ist, wenn wir irgendwie eine Rufnummer haben, die beginnt mit einer 1 und hat hinten noch eine weitere Stelle, das ist dieses Unterstrich 1x, das ist so ein Match, dann macht doch bitte das andere Ende von diesem Anruf
mit Dial zu SIP und dann der Rufnummer, die eigentlich angerufen wurde. So ein super einfaches Beispiel dafür, wie in Asterisk so ein Dial-Plan-Eintrag aussehen kann. Da kann man noch wesentlich mehr machen. Das ist im Prinzip eine Turing-vollständige Scripting-Sprache. Ein bisschen mehr machen wir gleich auch noch. Man kann das jetzt auch mit Lua skripten. Wie gesagt, hatten wir uns gegen entschieden. Es gibt wohl auch noch ein paar andere Interfaces, aber ja, ich will euch mal den Trick zeigen, warum wir glauben, dass das so auch okay ist. Denn der Webserver, also unsere Jungle-Applikation, hat ja die ganze Wahrheit, was gerade bei uns konfiguriert ist. Also zum Beispiel können wir da hinterlegen, wir sehen nach später noch ein bisschen was aus der Datenstruktur, welche Telefone gehören eigentlich zu einem Mitarbeiter, wenn ich eine Nummer anrufe? Hat ein Mitarbeiter eine Weiterleitung oder soll sein Handy mitklingeln? All solche Dinge sind da halt schon bekannt. Warum sollen wir das im Asterisk duplizieren und jedes Mal updaten, wenn es sich irgendwie in unserer Datenbank ändert? Deswegen haben wir uns gedacht, naja, wir können doch irgendwie so Shell-Aufrufe machen in dem Dial-Plan. Wir fragen einfach die Web-Applikation. Und zwar immer. Wir pipen einfach alles durch die Web-Applikation. Genau, das bringt den wunderschönen Vorteil mit sich. Naja, also man hat eine schöne definierte Schnittstelle, kann den Webserver einzeln testen mit ganz normaler Webtechnologie. Man kann es lokal auf seinem Rechner entwickeln, zumindest den Webteil davon. Und na gut, der Asterisk, wenn man da irgendwie ein paar bekannte Werte mal zurückgeben möchte zum Testen, kann man sich einen kleinen Devil-Server hochtreten, der genau diese Dinge macht. Das ist also nicht so schmerzhaft. Also was machen wir? Wir geben der Applikation einfach nur mit, hier ruft jemand an von dieser Rufnummer auf eine Rufnummer. Machen wir vielleicht mal hier in der Übersicht mit rein. In der übersichtlichen Variante und können dann damit anfragen, was soll ich damit jetzt machen? Mal als Beispiel, ich nehme mein Telefon 10 und rufe die Telefonnummer 11 an und dann muss die Webapplikation entscheiden, was passiert denn damit jetzt. Zurück kommt das Ganze dann in einem String mit dem Format. Das Backtick ist gewollt. Das Problem ist nämlich, an der Stelle ist die Remote Code Execution included. Was hier reinfällt, ich bin mir nicht ganz sicher, an welcher Stelle, ob in dem Shell oder ob das Shell da noch mit ersetzt wird, wenn man da Asterisk-Code drin hat, der wird zum Teil hier ausgeführt, aber auch nicht konsistent alles. Also aufpassen, was man curlt, das muss auf jeden Fall vertrauenswürdig sein. Das Debugging ist spannend. Genau, und man muss sicher sein, dass da nichts zurückkommt, was es kaputt macht. Also will man vielleicht auch hier bei dem Curl schon hinten dran in der Pipeline noch ein bisschen mehr machen. Genau. In dem Fall würden wir jetzt hier sagen, okay, Return Code ist 0, also die Anfrage im Django selber war erfolgreich. Man könnte jetzt hier auch eine 1 zurückgeben, wenn man sagt, ich bin hier irgendwie auf die Nase gefallen, keine Ahnung, was hier kaputt ist. Dann wird man wahrscheinlich demjenigen, der gerade versucht zu telefonieren, einen besetzt melden oder sowas. Und der zweite Teil ist einfach, ruft doch bitte die SIP/11 an, also die Nebenstelle 11. Und das werfen wir dann auf der anderen Seite, genau, das nehmen wir im Asterisk erstmal entgegen, parsen diesen String auseinander. Auch hier wieder der Hinweis, hier fehlt noch das Error-Handling. Was passiert, wenn da eigentlich jetzt der Return-Code 1 zurückkam oder zu wenig Felder oder andere komische Dinge passiert sind. Und am Ende werfen wir einfach das, was wir zurückbekommen haben, direkt in das Dial rein, um dann damit die Anrufe weiter zu vermitteln. Und damit können wir dann alles machen. Wir haben die kompletten Freiheiten. Dadurch, dass die Django-Applikation uns diesen Wert zurückgibt, können wir jetzt auch, anstatt die 11 anzurufen, die 12 anrufen, wenn Nebenstelle 11 gerade eine Weiterleitung auf die 12 gemacht hat. Oder das Handy mitklingeln lassen vom Mitarbeiter 11, weil der das vielleicht haben möchte, weil er gerade unterwegs ist. Was man hier auch machen kann, was wir nicht gezeigt haben, gerade für interne Anrufe kann man auch den Namen des Anrufenden mitsetzen in den SIP-Headern. Dann wird das auch je nach Telefon angezeigt. Das kann man sich jetzt auch einfach mit aus der Web-Applikation zurückgeben lassen. Und dann genau, kann man das da auch mit weiterreichen. Das muss man nochmal separat als Felder setzen. Fehlt jetzt hier als Quelltext auch, ist aber jetzt auch keine höhere Magie an der Stelle. Genau. Ja, was fehlt jetzt nochmal, um das kurz zusammenzufassen von dem, was ich jetzt gerade gezeigt habe? Oh ja. Verdammt. Dankeschön. Das wird hinterher digital eingefügt. genau. Ja, irgendwie, wenn man ausgehend telefonieren möchte, möchte man vielleicht auch noch ein paar Felder setzen, je nachdem, was der SIP-Upstream-Provider da so haben möchte. Also unser ist da ein bisschen picky. Deswegen hier auch nicht gezeigt, das kommt wahrscheinlich immer darauf an, mit wem man da gerade telefonieren möchte. Also wer der nächste Hop ist, dem man da die Verbindung weitergibt. Und man wird noch irgendwie einen zweiten Kontext brauchen, wo man die Anrufe von außen reinwirft. Oder vielleicht macht man das auch in den gleichen, ich weiß es nicht. Also das Internet sagt, man macht das in unterschiedlichen, deswegen haben wir das auch getan. Die Behandlung fehlt hier halt auch noch. Ja, und am Ende Fehlerbehandlung, Fehlerbehandlung, Fehlerbehandlung. Und Tests, genau. Ja, also soweit eigentlich der Asterisk-Teil. Und
mit diesem Trick, das halt da nach außen zu geben über dieses Curl, ist man halt die ganze Komplexität im Asterisk im Wesentlichen los und wir können alle komplexen Entscheidungen, Weiterleitungen und so ein Zeug in der Django-App entscheiden. Genau, und über den Teil wird Florian jetzt noch ein bisschen erzählen. Genau, das ist mein Teil. Ich sehe da vorne noch eine Hand, die würde ich vielleicht gerade einmal kurz eingehen. Die Konfiguration in Asterisk ist ja normalerweise relativ stabil. Wir haben Flat-File und der Server und das funktioniert. Mhm. Welche Ausfallsicherheit habt ihr denn jetzt bei dem Web-Server eingebaut? Weil so eine Telefonanlage sollte ja schon immer da sein. Boah, also, das ist eine fiese Frage. Die Frage... Danke. Da gibt es auch Gründe für. Aber bei der Webserver, der muss ja schon recht stabil sein, damit so eine Telefonanlage nicht irgendwann zwischendurch einen Schluck aufkriegt. Ja. Ich wiederhole die Frage nochmal kurz für die Aufzeichnung. Also es ging irgendwie darum, wir haben eine kreative Lösung gefunden, mit dem Asterisk zu arbeiten, der ja für sich gesehen erstmal sehr stabil ist, besonders wenn er über Files konfiguriert ist. Und dass wir jetzt über den Webserver halt eine zusätzliche Ausfallwahrscheinlichkeit da eingefügt haben und wie wir damit umgehen. Zugegebenerweise, ja, haben wir. Wir hoffen einfach, dass wir das stabil genug hinbekommen aktuell. Ich kann an der Stelle aber... Also es ist so, der Herr Fiege macht das mit den Telefonen schon ein bisschen länger als ich. Und ich zeig gleich noch den Stack, wie das Webzeug funktioniert. Da ist ein Nginx davor geschaltet. Der ist so konfiguriert, dass der immer mit was antwortet, was ein valides Nein ist, wenn alles schief geht. Und im Fall von Nein... sagt der Asterisk, da ist besetzt. Das heißt, nach außen sieht es immer aus nach, das hat alles funktioniert, der ist nur nicht am Platz. Ich hörte, man macht das so bei Telefonanlagen. Ich würde an der Stelle einwerfen, ich habe also mindestens eine kommerzielle Telefonanlage zwischendurch mal gesehen, die haben auch eine ganze Menge bewegliche Teile, also die auch mit so einem ähnlichen Setup arbeiten. Und von daher habe ich jetzt gar nicht so ein schlechtes Gewissen, das auch so zu machen. Ja. Außerdem haben Sie nicht das System von vorher gesehen. Das war bestimmt stabil, aber das war wenigstens schwer zu benutzen. Ja. Okay, ich würde vorschlagen, wir machen erstmal weiter, ansonsten können wir da später nochmal drauf eingehen. Okay, an deine Bühne. Der Webteil. Der Webteil ist überraschend einfach, weil wir gerade gesehen haben, die ganzen Asterix-Sachen hatte Herr Fieger so hervorragend schon abgefrühstückt. Und weil alles ein Curl ist, ist in meine Richtung alles Web. Ich muss nichts Neues lernen. Ich bin schon sehr lange Webentwickler. Das hätte man mit jedem beliebigen Webstack machen können. Ich habe halt den genommen, den ich schon kann. Hat auch gar nicht so lange gedauert, bis wir einen Prototyp hatten. Unsere Feature-Liste. Wir haben bei Pengotronics eine recht große, vor allem sehr alte Kundendatenbank. Vor allem auch mit Leuten, mit denen wir jetzt nicht so oft telefonieren, wo einzelne Mitarbeiter eintragen können. Also ich habe diesen Firmenkunden und ich rede mal mit dem hier und den muss man so und so anfassen, was man halt so hat. Und was wir gerne wollten war, dass wenn jemand anruft, dass das möglichst im Telefon auch angezeigt wird. Sowas wie, da ist nicht nur irgendeine kryptische Nummer und die muss man dann neben seinen Computer halten, sondern da steht irgendwie drin, da ruft folgender Kunde an und das ist irgendwie der und der Typ. Vielleicht sogar das Projekt, je nachdem. Self-Service. Wir haben, wie gesagt, aktuell oder vorher die Alcatel-Telefonanlage gehabt. Die ließ sich nur mit einer kommerziellen Software bedienen. Die unter Windows in einer fiesen Windows XP VM mit grafischer Ausgabe und alles. Das heißt, man musste sich irgendwie den Kram auf seinen Rechner forwarden und dann da drin rumfummeln mit so Mausschlieren und so. Alles ganz schlimm. Und das konnten halt zwei Leute de facto. Wir haben zwei Admins und noch einen, der sich so mit beschäftigt hat. Und einer der Admins hat schon gesagt, das fasse ich nicht an, da habe ich keine Lust drauf. Und der andere ist nicht mehr bei Pengotronics. Also es gibt noch einen, der es kann. Obwohl, du kannst es jetzt auch, ne? Naja, okay. Nein, um Gottes Willen. Sagen wir mal anderthalb. Anderthalb Leute können das. Und wir wollen eigentlich, dass jemand sagen kann, also ich habe, wenn man zu Pengotronics kommt, kriegt man eine Durchwahl. Ich weiß nicht, wie meine ist. Egal. Man kriegt eine Durchwahl. Und wenn man im Urlaub ist oder krank oder das Projekt abgegeben hat, braucht man vielleicht eine Weiterleitung, weil es ist vielleicht ein Support-Projekt, wo jemand regelmäßig anruft. Aktuell funktionieren Weiterleitungen bei Pengotronics so. Man nimmt sein Telefon und tut es auf den Tisch von dem Typen, der einen vertritt und läuft schnell genug weg. So funktionieren Weiterleitungen. Das ist irgendwie nicht so toll. Rufgruppen. Was ganz toll wäre, wenn man nicht nur ein Telefon haben kann. Also zum Beispiel ich hänge irgendwie die ganze Zeit am selben Platz rum.
Das heißt, mir reicht ein Telefon, es ruft sowieso keiner an, kein Problem. Aber der Herr Fiege zum Beispiel, der rennt halt viel im Haus rum, der hat noch ein Handy in der Tasche, der ist auch mal außer Haus und der macht halt bei uns viel Hardware. Das heißt, wenn man den anruft, man erwischt ihn vielleicht auch gerade im Labor. Das heißt, es wäre super. Vor allem habe ich immer meine Telefone vergessen, wenn ich da sitze. Ja, das auch. Und es wäre toll, wenn zum Beispiel das Labortelefon mitklingelt. Und wir haben bei uns die Null, also das ist die Zentrale. Wenn die angerufen wird, sollen möglichst alle aus dem PM-Team und die Sekretärin in der Lage sein, ans Telefon zu gehen. Anrufe aus dem Web. Ich habe vorhin schon gesagt, wir haben eine tolle große Telefondatenbank, die auch gut gepflegt ist. Man muss im Moment immer noch von Hand die Sachen dann eintippen. Total doof, vor allem wenn man mit jemandem aus einer anderen Firma redet, ist das gerne mal eine echt lange Nummer mit einer echt langen Durchwahl. Irgendwie total doof. Also wäre super, wenn man einfach draufklicken könnte und Telefonieren losgeht. Und Konferenzräume. Also wir machen bei Pengotronics zweimal die Woche intern Telefonkonferenzen und auch oft mit Kunden. Und das aktuelle Setup ist auch nur so mittelprächtig und was vor allem richtig toll wäre, so ein wie Cisco einem das auch anbietet, man hat ein Interface, wo man sagen kann, also ich hätte gerne einen virtuellen Konferenzraum für die und die Uhrzeit und das sind die Leute, die ich einladen will und die kriegen dann eine E-Mail mit, du bist eingeladen zu einer Konferenz um die und die Uhrzeit und das ist dein Secret und da kannst du anrufen, dann geht's los. Ja, das ist der Stack. Wir haben eine Maschine bei uns in der Infrastruktur, die sowohl den Asterisk-Server als auch unsere Web-Applikation trägt. Die ist von außen erreichbar, also eigentlich nur von innen erreichbar, über SIP und HTTPS, also SIP für die Telefone bzw. die Deckanlagen und HTTPS auch für den Asterisk, haben wir ja schon vorhin gehört, mit dem Curl. Und vor allem für die Browser, die es konfigurieren. Das ist der Web-Teil, der ist total Standard. Also das ist ein Nginx als Reverse-Proxy. Das machen wir deswegen, weil ich müsste sonst selber HTTPS sprechen und das kann der Nginx besser. Außerdem will man irgendwann vielleicht mal so Sachen können wie Load-Balancing, wenn man tatsächlich mehr Server braucht, weil wir doch mehr Leute geworden sind. Man kann so Sachen machen wie die Telefonanlagen die Applikation runterzufahren, wieder hochzufahren und der Nginx hält die Anfragen nochmal so ein bisschen zurück, damit sich der Asterisk nicht verschluckt und so, ganz schick. Wir haben zwischen dem Nginx und dem Django haben wir noch ein AIO-HTTP dazwischen. Das ist eine ganz tolle WebSocket-Implementierung. Das sehen wir später noch in der Demo, die wir zeigen wollen. Wir hatten die Anforderung, es wäre richtig, richtig toll, wenn man möglichst auf allen Geräten, die uns einfallen, einen Callbus haben könnte. Also man wird angerufen und man kriegt irgendwie ein Pop-up im Browser, ein Pop-up auf dem Android, auf dem, weiß nicht, in deiner X-Session auf dem Firmenrechner und alles andere, was uns noch irgendwie einfällt. Und ich habe selber für die Firma ein Projekt gemacht mit einer JSON-RPC, die auch so Publish-Subscribe-Kram machen kann. Hatten wir also auch noch rumliegen. Das haben wir dann noch in die Mitte geklebt. So, die Django-Applikation konfiguriert den Asterisk auf zwei Wegen. Das eine ist die HTTP-Schnittstelle, das haben wir vorhin schon gesagt. Es gibt einen kleinen Teil, der mal ganz kurz die Shell benutzt von Asterisk. Und vor allem noch die Spool-Files. Wenn man nämlich klicken möchte und ich möchte jetzt einen Anruf anfangen, dann legt die Django-Applikation einfach nach var spool asterisk oder so ein File hin und sagt, das ist mein Telefon und da soll es bitte hingehen, mach mal. Und der Asterisk auf der anderen Seite antwortet dann wieder mit, jo, hat geklappt oder hat nicht geklappt. Ja, die Applikation ist tatsächlich super, super einfach. Es ist ein Standard-Web-Problem. Wir haben irgendwie eine Datenbank mit im Mittel sind tatsächlich eigentlich nur noch diese drei Modelle. Es gibt irgendwie User. User wären zum Beispiel Chrissy und ich. Jeder hat irgendwie einen Namen und jeder hat eine Nummer von Phone Groups. Eine Phone Group ist einfach eine Gruppe von Telefonen. Sowas wie in meiner Phone Group wären zum Beispiel mein Handy und mein Tischtelefon. Und wenn man noch die Phone Group Zentrale hat, also wenn man im PM-Team ist oder halt der Chef oder naja, Pech gehabt hat, dann klingelt es immer, wenn jemand die Null anruft.
Oder sich verwählt hat. Oder sich verwählt hat, genau. Oder irgendwas anderes schiefgegangen ist. Eine Phone Group kann auch ein Redirect sein. Das heißt, also die Information, wie eine Extension heißt. Zum Beispiel bei mir wäre das, glaube ich, die 5000 oder so, 5010. Ich kann da halt auch eintragen, also wenn hier was rauskommt, bitte weiterleiten auf eine andere Phone Group oder ein anderes Telefon oder einen anderen User. Ja, und das ist halt tatsächlich alles. Also viel mehr mussten wir nicht machen. Wir zeigen gleich noch so ein bisschen was. Fast der erste Prototyp hat eigentlich auch fast sofort funktioniert. Ja, es ist ein bisschen gruselig. Also ich warte auch immer noch auf den Fallout. Ich habe von Anfang an gesagt, wir können das jetzt gerne mal probieren, aber ich bin sehr sicher, dass irgendwann was schief gehen wird. Und das geht so ein bisschen ja in die Richtung mit Ausfallsicherheit. Aber wir warten noch drauf. Es ist noch, wir benutzen es ja schon mit einigen Leuten auch im neuen Standort, aber es ist noch nicht auseinandergefallen, glücklicherweise. Ganz im Gegenteil. Eigentlich sind wir sogar sehr zufrieden, weil wir können halt so Self-Service und so. Das ist auch sehr passend gerade eigentlich. Also das ist eine zufällige Rotation, aber sehr das passt. Okay, da kannst du auch gucken. Ja, ich habe es jetzt nur hinter euch, hinter uns auf dem Beamer, deswegen müssen wir uns ein bisschen von euch wegdrehen, wenn wir was zeigen wollen. Wir würden euch gerne einmal kurz zeigen, wie live die ganze Sache eigentlich ist. Deswegen seht ihr jetzt zwei Dinge. Das eine ist das Web-Frontend. Und das andere ist die Asterisk-Shell. Was hier in der Shell jetzt im Detail passiert, also wer es kennt, kann da gerne reingucken und das auseinanderparsen. Es geht nur darum, in dem Moment, wo da was passiert, ist der Anruf bei uns auf der Anlage angekommen. Das heißt, ich mache jetzt einen Anruf mit dem Handy, das braucht eine ganze Zeit, bis das durchs Handynetz durchpropagiert ist, bis der Kanal da ist und erst danach weiß meine Anlage, dass dieser Anruf existieren wird. Und in dem Moment, wo der Asterisk davon weiß, gibt es halt diesen Call. Man sieht jetzt, nein, machen wir gleich. Ich rufe jetzt da erstmal an. Hey, sagt er so und dann stellt er fest, dass er kein Netz hat. Okay. Ja, besser. So. Glauben Sie uns, das funktioniert. Genau, jetzt gleich sollte in der Asterisk-Shell irgendwie ein Anruf passieren und ich hoffe, dann kriegen wir eine Notification. Ja, genau. Ein eingehender Anruf von irgendwie einer Handynummer zu mir. Und das ist auch schon die ganze Magie und das passiert halt auch ziemlich sofort. Also bei uns in der Infrastruktur ist es lächerlich live. Also das Pop-up ist schon da, bevor man den Finger vom grünen Hörer genommen hat. Das hat uns auch überrascht. Ja, genau. Man sieht jetzt hier auch noch mal kurz, gibt es irgendwie hier, der Call-Router hat mir irgendwas returned, gibt es hier so eine Debug-Ausgabe. Da sieht man, da gibt es noch so ein paar mehr Backticks und noch so ein paar mehr getrennte Sachen. Ja. Das wäre, glaube ich, der Demo-Teil gewesen. Das wäre der Demo-Teil gewesen, ja. Okay. Ja, vielen Dank. Okay. Könntest du das jetzt auch zum Beispiel auf mein Handy umleiten? Die Frage war, ob ich das jetzt auf sein Handy umleiten kann. Könnte ich in der Tat. Das könnte man jetzt relativ live hier ändern. Man kann sogar, wenn man, wie ich, Admin-Privilegien hat, weil ich bin ja Developer, kannst du sogar Leute mit sich selber verbinden. Das heißt, das Telefon fängt an zu klingeln, dann gehst du ran und dann fängt es nochmal an zu klingeln. Ich gucke erstmal nach hier vorne, das ist der kürzere Weg. Also das ist alles eigentlich ziemlich Standard seit Jahrzehnten, Anforderungen für kleine Firmen. Warum ist das so schwierig, sowas Fertiges herunterzuladen oder zu kaufen? Oder gibt es andere Produkte oder Lösungen, die vergleichbar sind? Oder? Hier vorne kam gerade schon der Einwand FreePBX. Genau, es gibt irgendwie mehrere Projekte, die unter anderem mit Asterisk und auch mit anderen Projekten versuchen, einem schon so eine Rundum-Sorglos-Lösung zu liefern. Also das funktioniert. Da spricht, glaube ich, nichts gegen, das zu machen. Es gibt auch genug Firmen, die einem das auch für okayes Geld verkaufen, so wie wir das gesehen haben. Wir haben bei uns in der Firma einen sehr starken Hang dazu, einfach Dinge selber zu machen, wenn wir können, und das ist uns hier wieder passiert. Außerdem waren wir mit der Darreichungsform sehr unzufrieden. Also wir haben da, also am Anfang des Projekts haben wir natürlich, ich meine, der Talk heißt Asterisk benutzen, ohne es zu lernen. Wir wollten es am liebsten gar nicht selber machen. Und als wir versucht haben, rauszufinden, wie man das mit FreePBX und wir hatten noch so zwei, drei andere Kandidaten, waren wir wirklich erstaunt, wie doof das dokumentiert ist und wie divers und wie teilweise widersprechend das dokumentiert ist. Und bei vielen Sachen ist die einzige Quelle, um an Daten zu kommen, entweder den Quellcode lesen oder YouTube-Videos gucken. Und nach irgendwie zwei Wochen YouTube-Videos gucken, waren wir irgendwie so frustriert, dass wir gesagt haben, oh nö. Also wir müssen jetzt entweder ganz viel Zeit investieren, das hinzukriegen, das rauszufinden, wie es geht, oder es selber zu machen. Dann haben wir es selber gemacht. Okay, es gab hier vorne noch eine Frage. Die erste Frage ganz kurz, welche Asterisk-Version benutzt ihr? Das müsste das sein, was aus dem Debian Stable rausfällt aktuell. Ich müsste es nachgucken.
Also ja, relativ alt, ja. Natürlich alt. Dann frage ich mich, hättet ihr den neuen benutzt? Da gibt es eine Dialplan-App, die heißt Stasis. Die macht genau das, was ihr da mit dem Köln nachgefrickelt habt. Sorry, wenn ich das so sage. Okay. Nur halt in richtig und in modern. Und da kommt auch JSON-RPC raus. Und das ist ziemlich genau das, was ihr haben wollen würdet. Und da gibt es von Sangoma inzwischen selber, also Astros ist ja gekauft worden von Sangoma, gibt es Python-Beispiele, wie das funktioniert. Also da hättet ihr abgucken können mit einem aktuellen Asterisk. Der Asterisk 16, die Applikation heißt Stasis und Stasis. Dieser ganze Asterisk-Kontext geht das dann alles über das Asterisk REST-Interface. Das ist WebSocket und ein REST-Interface, was da zusammenarbeitet. Also du subscribest dich auf dem WebSocket, kriegst da die ganzen Events raus und dann kannst du sagen, okay, dieser Call soll bitte dahin, dieser Call soll dahin. Und ich finde euren Namen super. Wir hatten das auch. Wir hatten auch Automatics, Obelisk, alle auch. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank für den Hinweis. Ich habe befürchtet, dass es sowas in einer schönen Lösung gibt. Und ich muss sagen, ich habe jetzt schon einiges Asterisk auch mir zusammengegoogelt, um zu verstehen, wie es funktioniert. Ich habe das gerade zum ersten Mal gehört. Und ja, genau, lass uns gleich nochmal reden. Und ansonsten deswegen auch Azure on Risk. Also was wir erzählen, das dauert erstmal nur ein Beispiel, wie es gehen kann. Und ich denke, wir werden uns das auch nochmal ansehen. So was. Ja, ich hätte zwei Fragen. Und zwar einmal, was brauchen wir denn jetzt so an Hardware, wenn das jetzt auch vielleicht sogar noch weniger als 30 Benutzer sind und dann noch Datenbank und Webserver drauf läuft? Raspberry Pi reicht aus. Ja, ja, sollte dicke reichen. Okay. Also die Applikationen, die wir da selber fahren, die frisst fast überhaupt kein Brot. Und ja, was sind mit den Decksachen? Das musst du sagen, das weiß ich nicht. Ich würde mal unterstellen, dass das prinzipiell auf dem Raspberry Pi alles funktionieren wird. Ob man da in allen Situationen mit glücklich ist oder halt, weil es ja dann doch irgendwie relativ begrenzte Hardware ist, dann doch Probleme bekommt. Aber zum Probieren sollte das auf jeden Fall in der Kombination auch reichen, ja. Okay, und dann Frage 2 ist vielleicht ein bisschen blöder. Und zwar, also ich habe im Büro einen Anschluss von Vodafone Kabel Deutschland und kriege auch darüber dann halt jetzt quasi mein Telefon mit über die Fritzbox. Hätte man eine Chance oder kann man irgendwie jetzt dann halt das trotzdem über ein Asterisk machen, weil ja eigentlich die Fritzbox den ganzen Kram schon hat, in Anführungszeichen, wie auch immer das denn funktioniert. Ich müsste da jetzt passen, ich weiß nicht, wie die es genau implementieren, ob man an die SIP-Verbindung rankommt oder ob das in irgendwelchen WLANs versteckt ist. Also ich würde sagen, geht, aber macht keinen Spaß. Also wenn du mit der Fritzbox zufrieden bist und du nichts brauchst, ja, das andere wäre schöner. Ne? Nee, also da musst du mit Port-Weiterleitung arbeiten und so weiter. Das ist in der Fritzbox, finde ich, nicht schön, in meinen Augen. Ich bin nicht raus. Ich glaube, hier war noch eine Frage. Das geht auch ein bisschen dahin, weil wenn ich das nämlich anfange, dann muss ich ja anfangen, meinen Asterisk-Server netzwerktechnisch zu trennen von meinem Rest des Netzwerkes. Ja? Ihr habt das alles im selben Netzwerk drin, ist das richtig? Nee, es gibt ein Telefonnetz und es gibt ein Büronetz und noch ein anderes. Es gibt nur sehr definierte Schnittstellen zwischen den Netzen. Okay, das heißt, das Bild war vereinfacht. Ja, natürlich, das ist ganz stark vereinfacht. Okay. Genau, also es gibt ein eigenes Telefonienetz, da sind alle Telefone drin und der Asterisk hat am Bein rein. Und es gibt dann noch einen Webserver für Firmware-Updates und so ein Zeug von den Telefonen, aber da gibt es auch keine Internet-Konnektivität drin, sondern wenn, geht es immer über den Asterisk nach draußen. Und daneben gibt es halt noch eine ganze Reihe Netze, die uns unsere IT-Infrastruktur zur Verfügung stellt, unter anderem eins, wo der Asterisk dann auch Verbindung zum Internet rüberkriegt. Habt ihr Probleme gehabt mit der Qualität, mit diesem SIP Upstream über das Internet und so, der Audioqualität? Wir haben da bei uns keine Probleme bisher gesehen, nein. Ich kann mir vorstellen, dass man ab einem gewissen Punkt halt Quality of Service machen muss, um einfach sicherzustellen, dass man da die Latenzen gering hält, wenn die Anschlüsse ausgelasteter sind. Jetzt sind wir bei uns in der glücklichen Situation, dass wir eine ganze Menge Bandbreite zur Verfügung haben für das, was wir da machen. Von daher ist das kein Problem. Hier gab es gerade noch eine Meldung dazu.
wie erwähnt, wir haben ja gerade noch eine zweite Firma gegründet und wir sitzen im Moment zu dritt und es telefoniert höchstens einer. Das Problem mit Quality of Service ist, im Internet gibt es halt keine Quality of Service. Und wenn du einen IP-Carrier hast, der übers Internet geht, dicke Leitung. Das ist das Einzige, was hilft. Also ich bin sehr knausperig, ja. Also habt ihr günstige Telefone gefunden, also SIM-Telefone oder gibt es, was weiß ich, die günstigste Lösung? Also wir haben uns auf einen Anbieter eingeschossen. Wir haben einen Anbieter uns gesucht für SIP-Telefone. Ich würde einfach mal den Namen sagen, das ist Snom. Mit denen haben wir ganz gut gearbeitet. Die haben ganz okayisch offene Dokumentation gehabt oder haben sie auch immer noch. Man kriegt von denen die Firmware-Updates ohne einen Kaufvertrag zu unterschreiben. Ob das jetzt die günstigen oder die guten sind, habe ich keinen Vergleich für. Wenn man in den Home-Bereich reingeht und das nicht professionell, also das machen möchte, ich kann diese Cisco 7960, die kriegt man bei eBay für mit oder ohne Netzteil für 40 Euro. Da muss man ein bisschen was fummeln, um die Firmware drauf zu bekommen. Das sind Telefone, die haben eine Freisprechanlage, die ist intergalaktisch. Das sind diese dicken Telefone, wenn es nicht schön sein soll. Die kriegt man, glaube ich, auch im 10er-Pack gebraucht inzwischen kaufen. Also jetzt nicht für 40 Euro, aber ich finde die mega geil. Also jetzt ich telefoniere beruflich sehr viel, auch über den Asterix und diese Telefone, und ich finde die toll. Okay, nächste Chance. Gibt es noch Fragen? Ansonsten bedanke ich mich. Hätte nicht damit gerechnet, dass auch so viele kommen. Vielen Dank für die vielen Fragen und die gute Diskussion. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön.